all die Anfechtungen hindurch zu dir zu gelangen. Du hast mir sicher entscheidend dabei geholfen und dafür danke ich dir. Dir, der du Halt meines Lebens und Herr meiner Seele geworden bist. Zeit gab es nahe unserem Ort einen großen Wald. Es gab Gestrüpp, Blumen, große und kleine Bäume. Doch das Schönste an diesem Wald war eine große Lichtung. Auf ihr stand ein Baum. Allein wie ein Mahnzeichen seine Zweige zum Himmel gestreckt. Es war eine große Eiche. Von allen wurde sie Lebenseiche genannt.
Sommer tanzten und spielten die Kinder um sie herum. In der Dämmerung wurde sie von Pärchen aufgesucht. Sie bot Schutz vor Regen und Sonnenschein. Alles Gute schien in ihr vereint. Auch die Tiere des Waldes liebten sie. Nicht selten konnte man Rehe bei der Paarung beobachten. Und unzählig viele Vögel hatten ihr Nest in den Zweigen. Nicht umsonst hieß sie die Lebenseiche. Eines Tages kamen Forstarbeiter. Die Lichtung sollte aufgeforstet werden. Die Politiker und Sachbearbeiter der Gemeinde fanden, dass eine Lichtung mit nur einem Baum nicht tragbar wäre. Und da der Baum beim Aufforsten ja doch nur im Wege wäre, sei es wohl am günstigsten, wenn er gefällt würde. Damit kein Wild die Lichtung betritt, wurde sie eingezäunt. Die Vögel verstummten und flogen davon. Das fröhliche Leben der Kinder war unterbunden. Aber was noch schlimmer war, als der erste Regen kam, wurde der Boden davon geschwemmt. Denn die Wurzeln der Lebenseiche, die das Erdreich hielten, waren gestorben. Ohne Jesus bin ich wie eine Eiche ohne Wurzeln, deren Lebensraum zerstört ist. Dir machen wir schon einen richtigen Soldaten, Klaus. Denn hier herrscht Ordnung und Kameradschaft. Kapiert?
sagte doch schon dein Vater. Da weißt du, was du fürs Leben hast. Weggetreten! Wenn du mit deinem Panzer die Wälder umfliegst, mit dem Schnellboot durch die Wellen düst, wenn ein Düsenjäger in die Sonne fliegt, dann bist du King, dann hast du Macht. An den Ernstfall wird da nicht gedacht. Hallo, Menschen, Menschenkinder, der nächste Song besingt euch, Menschen. Euch Menschen, göttliche Geschöpfe. Die Geschichte dieses Songs will euch warnen. Die Geschichte zeigt euch den rechten Weg. Den Weg hinfort von weltlichen Göttern und Götzen, die ihr anbetet. Vielleicht.
Sie will euch warnen vor dem Tod. Wenn ihr nicht Gott kennt, oder wenn ihr euch von ihm abwendet, bekennt euch zu Gott, zu Jesus, und ihr habt ihn besiegt, den Tod. Ihr habt ihn besiegt, und ihr habt ewiges Leben. Denn euch ist ewiges Leben zugesagt. Also hört gut zu. Hilft nichts mehr. Hier hilft kein Warnen. Der Tod hat seinen Köder längst schon ausgelegt und er weiß ihn gut zu tarnen. Denn an feiner, unsichtbarer Angelschnur hält er die Menschen hin zum Fraß. Ein Menschenkind, vom Menschen einst erdacht, dass der Mensch zum Bilde, zur Anbetung sich gemacht. Den Fortschritt
den Wohlstand, die Technik, die Medizin, die Ideologien, die Geisteswissenschaften und all die Dinge, die uns vom Affen unterscheiden. Ganz Mensch. Vom bewussten, sanften Gott bedachten eben keine Spur. Vom bewussten, sanften Gott bedachten eben keine Spur. Vom bewussten, sanften Gott bedachten eben keine Spur. Gierig schnappt der Mensch danach. Sieht nicht die Gefahr. Mensch, das Leben ist lebensgefährlich.
Mensch, du von Gott geborenes Leben, schau auf Gott, denn Gott schaut auf dich. Er enttarnt vor dir den Todesköder und er gibt dir Leben ewig lang. Er gibt dir einen klaren Blick. Vertrau auf Gott, denn nur so bekommst du echtes Lebensglück. Das kann lieben und dann.